Ja, hallo Leute, willkommen zu Rette die Welt. Ich habe heute Morgen gesehen, RDW hat so wieder so ein sehr, sehr großes Problem. Und zwar geht es ums Matchmaking. Es dauert wohl sehr, 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 sehr lange, bis wir hier was Neues oder eher gesagt, bis wir ein Match gefunden haben. Wo haben wir es hier? Auf Twitter. Wir untersuchen ein Problem in Rette die Welt, bei dem Spieler keine Missionen starten können. Das hört sich sehr gravierend an, um ehrlich zu sein. Das hört sich wirklich sehr gravierend an. Zumal, dass es jetzt erst kommt, was mich schon ein bisschen verwundert, weil sowas kommt doch eigentlich immer so ein paar Stunden nach einem Patch oder so. Warum denn jetzt, ja, so ein, ich sag mal so, in der Mitte davon. Also, das ist irgendwie komisch. So, dann habe ich gesehen, wo war das? Auch bei jemandem. Was ist das denn? Ach ja, hier. Ah ja, da. Und zwar soll man. Soll das anscheinend nur die Server von der USA betreffen und Brasilien darunter. Wenn man Europa spielt, im Mittleren Osten und Asien, dann sollte es gehen. Aber dann schreiben hier auch wieder darunter welche, das geht auch nicht. Das heißt, welche Server könnte man dann noch nehmen für? So, wo war das hier? Spielersuche. Da. Wir haben ja hier eine Menge. Wir haben automatisch, da kriegen wir sowieso, also EU. Also Nordamerika, Osten, Mitten, Westen ist anscheinend sehr verbuggt. Europa auch. Brasilien, weiß ich nicht, kann auch sein, natürlich. Asien soll es auch und Nahe Osten auch. Was ist mit dem Ozean? Das geht. Oder ob alle jetzt verbuggt sind, ich weiß es nicht. Aber Ozean 270 ist der Ping hoch, also ist ziemlich weit weg. Noch weiter als Asien, also ich weiß nicht, ob man das machen sollte. Kann ja schon direkt ein Spiel abstürzen. Was ist das? Ja. Hä? Was jetzt? Ach so, da. Ja, habe ich. Ja. Was macht man? Wartet man, bis das vorbei ist? Also, bis es repariert wird? Also, das denkt man, das wird auch wieder lange dauern. Mindestens bis zum nächsten Patch. Oder aber. Wir haben Glück und finden irgendwo mal ein paar Matches. Ja, ist ein bisschen blöd. Ich weiß nicht. Ich versuch's gleich mal. Ich starte mal gleich einen Stream. Dann gucken wir mal, ob das alles geht. Wenn nicht, dann haben wir ja nur noch Battle Royale, was im Moment nur auch noch geht, aber ist schon hardcore.